Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird es richtig interessant, denn Tessa Bergmeier hat geantwortet, nachdem wir gestern in diesem Video über die neuesten Konflikte rund um das Sommerhaus der Stars berichtet haben und Gloria abgerechnet hat mit Umut und mit Tessa. So meldet sich nun Krawall Tessa zurück und macht hier auch eine Ansage an Gloria. Wird alles sehr spannend werden. Ich habe für euch alle Statements und alle Clips zusammengesucht, damit ihr selbst den vermeintlichen Stars nicht folgen müsst, sondern einfach nur mir hier den Trash-Highlights. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, um immer auf den neuesten, ja, Informationsstand zu sein. Und jetzt Feuer frei! Kleine Videoempfehlung heute von 11 Uhr, meine Dani Büchner-Abrechnung mit der kompletten Staffel. Waren ja insgesamt nur 4 Folgen, allerdings zum Teil sehr viele Themen, worüber man sprechen konnte, habe ich aufgegriffen in dem Video. Schaut es euch sehr, sehr gerne an, wenn ihr mögt. Ansonsten brauchen wir jetzt das Götzenreporter-Handy und schauen mal bei Tessa Bergmeier rein, denn sie hat jetzt erstmal die vermeintlichen Statements und Reels von Gloria repostet. Ja, das war so bei TikTok und bei Instagram. Die haben wir hier alle besprochen, die jetzt alle noch einmal durchzuhören. Wäre toller Quatsch. Ihr kennt sie, wenn ihr meinem Video verfolgt. Interessant sind allerdings die Kommentare, die es Tessa hier geschrieben hat. Und die gucken wir uns mal an. Hier ist das erste Statement von Gloria. Und da schreibt Tessa, Zitat: Gloria hat mal wieder zugeschlagen, ein neues Video voller Lügen über mich. Ganz ehrlich, Gloria, du solltest langsam anfangen, Eintritt zu verlangen. Deine Fantasie ist ja der Wahnsinn. Zitat Ende. Oder ein gutes Buch schreiben. Ich sag's ja immer wieder, Menschen mit guter Fantasie schreibt ein Buch und versucht das Buch herauszubringen. Das könnte manchmal vielleicht besser sein, auch vom Verdienst, als ich ständig in irgendwelchen Krawallformaten sich verbal um die Ohren schlagen zu lassen. Ja, na gut, lass mich das mal zusammenfassen. Ich habe angeblich XYZ gesagt, ich war fies, ich habe dies und das gemacht. Gloria, hast du dir das alles ausgedacht oder hast du heimlich ein Drehbuch geschrieben? Wenn ja, sorry, aber das ist schlechter Trash als das, was wir im Sommerhaus gedreht haben. Zitat Ende. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das, was ihr hier im Sommerhaus der Stars gedreht habt, war komplett schlechter Trash. Also da war alles Trash und es gibt kein einziges Glanzpaar, welches hier irgendwie für mich aus der Staffel hervorsticht. Also jeder, der das Sommerhaus der Stars gewinnt, ist ein Gewinn, wo ich sage, ja, ist nicht verdient. Also das hatte ich noch nie gehabt. Es gab in jeder Staffel immer so Sympathiepaare, ne? So Sympathiepaare. Das habe ich komplett verloren beim Sommerhaus der Stars. Aber es fesselt einen ja trotzdem irgendwie daran. Ja, bei mir ist es immer, ich kann das immer erklären mit beruflicher Interesse. Ja, ich mache für euch ja die Berichterstattung. Von daher ist das ja alles schon für mich ganz wichtig. Aber irgendwie fesselt es dann doch die Menschen an den Fernseher. Es geht aber selbstverständlich noch weiter hier mit diesem TikTok, Instagram Reels, auf die kann Tessa nicht mehr zugreifen, weil sie ja geblockt wurde. Es geht hiermit weiter und hier schreibt Tessa: Danke für die Aufmerksamkeit. Gar nichts sagt sie mehr. Gloria hat über 5 Reels gemacht und thematisiert nur mich in ihrer Story und krass viele Lügen erfindet über mich. Meine Lieblingslüge, ich habe Menschen ihr Essen aus der Hand geschlagen, gibt mir so Donald Trump-Vibes. Zitat Ende. Oh, lass die Politik da einfach raus. Aber das Lustigste ist der Kommentar von jemandem unter dem Fantasy-Lügen-Reel von Gloria. Da steht, dass ich in meinen Verträgen zusichern lassen hätte, dass Beleidigungen, die ich tätige, rausgeschnitten wären. Oh, das ist so peinlich. Also das ist wirklich peinlich, dass Tessa das jetzt als Argument nimmt, weil egal, was Leute aus den jeweiligen Communities schreiben, dafür ist ja Gloria nicht verantwortlich. Und so ist auch Tessa nicht dafür verantwortlich. Was glaubt ihr, was ich zum Teil für sinnbefreite Kommentare kriege von Menschen, die aus einer jeweiligen Community stammen, weil sie vielleicht mit meiner Berichterstattung nicht so zufrieden sind oder die zum Beispiel, jetzt ein aktuelles Beispiel, mein Dani Büchner Video, das spricht natürlich ja auch Leute an, die Dani Büchner richtig gut finden, das Format richtig gut finden, und da bekomme ich ja auch zum Teil kritische oder auch gemeine Kommentare, aber dafür mache ich ja Dani Büchner nicht verantwortlich, weil das Menschen aus ihrer Community sind. Sie kann dafür nicht und ich würde niemals Dani Büchner einen Vorwurf machen, wenn mich Menschen aus ihrer Community beleidigen, ja.
was kann sie denn dafür? Da muss man mit umgehen können, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und das muss auch Tessa langsam mal lernen, weil ich habe den Eindruck, dass sie alles triggert. Ich verstehe, dass sie zu allem irgendwie sich zu Wort meldet, wenn man über sie spricht. Das kann ich total nachvollziehen. Aber ich kann nicht verstehen, dass sie jetzt Kommentare von Zuschauern instrumentalisiert, um damit ihr Argument zu stärken. Gegen Gloria, was aus meiner Sicht einfach keinen Sinn macht. Ja, aber wir gucken uns den besagten Kommentar mal an. Den hat Tessa selbstverständlich unzensiert ins Internet gepostet. Ich habe es für sie mal übernommen, das zu zensieren. Und das war dieser Kommentar. Und da schrieb eine Dame, glaube, Tessa hat im Vertrag stehen, dass Beleidigungen ihrerseits rausgeschnitten werden sollen. Man hört öfter von anderen Formaten, dass Tessa beleidigt hat, aber nicht gezeigt wurde. Zitat Ende, das habt ihr ja auch schon in meinem Video gesehen. Und Tessa selber schreibt hier oben, ich lasse mir vertraglich noch ganz andere Dinge zusichern, war schon immer so, okay. Schreibt einfach nur beste These. Und interessant ist, was Gloria dann kommentiert, nämlich sie schreibt, zieh doch ab von meinen Profilen. Ich hatte dich in Ruhe gelassen, weil du ständig wie ein Baby in deiner Insta-Story rumflänzt und ich Mitleid hatte, aber dann überall rumstich und so ein genervt Smiley. Ja, es ist Tatsache eine Beobachtung, die ich auch habe, dass Tessa sich in ihrer Story immer sehr, sehr verletzlich zeigt und sehr emotional. Aber wenn man dann über diese Begrenzung der Story mal hinausschaut, sieht man Tessa sehr angriffslustig in den Kommentaren. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist interessant, dass das so ist. So, jetzt wollen wir aber mal eine Wortmeldung von Tessa hören. Doch, 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 die hören wir uns jetzt auch nochmal an, damit wir hier auch eine runde Berichterstattung bekommen. Und zwar ist das hier dieses Video und hier schreibt sie erstmal, du kannst reden, so viel du willst, du kannst Lügen verbreiten, aber die Wahrheit lässt sich nicht ändern. Am Ende sieht jeder, wer hier falsch spielt und das bin nicht ich. Also Gloria, du kannst weitermachen, wenn du magst. Vielleicht findest du ja irgendwann mal eine Geschichte, die tatsächlich Sinn ergibt. Bis dahin lehne ich mich zurück und genieße die Show. Ist ja fast schon Comedy, was du da abziehst. Zitat Ende. Ja, also ich glaube nicht, dass das für Tessa wirklich alles so Comedy ist und dass sie sich hier zurücklehnt und dass es sie alles so gar nicht triggert. Also sie sagt nicht, dass es sie nicht triggert, aber wenn sie sagt, sie lehnt sich zurück und genießt die Show, bedeutet das für mich, dass es sie alles kalt lässt, so, ja, dass es sie nicht juckt. Und ich glaube schon, dass es sie ziemlich juckt, weil sonst hätte sie sich ja nicht wieder dort zu Wort gemeldet. Aber jetzt hören wir mal rein, was sie selber sagt. Also Gloria, ich finde das wirklich sehr faszinierend, wie viel Zeit du dafür aufbringst, Geschichten über mich zu erfinden. Nur kannst du so viele Geschichten erfinden, wie du möchtest. Die Wahrheit würde es dennoch nicht ändern. Und ja. Fangirling weiter, Glory, Dory. Ja, ganz liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und ja, schade, dass du so viel Zeit hast, über mich Sachen zu erfinden. Das scheint dir anscheinend zu zeigen, dass du nicht viel andere schöne Sachen in deinem Leben hast. Grüße gehen raus. Also erstmal, Tessa hat selbstverständlich jedes Recht der Welt, Dinge klarzustellen. Und wenn Gloria hier wirklich in einigen Punkten gelogen hat, dann ist das durchaus Tessas, ist es durchaus Tessas Recht, die Themen zu besprechen und zu sagen, so und so geht's nicht und so das stimmt nicht. Das ist ihr gutes Recht. Was ich hier allerdings jetzt bemängel, genauso was ich auch bei Gloria bemängelt habe, ist dieses Provozieren, Gloria-Fangirl und was sie da so gesagt hat, das macht die Sache ja auch nicht besser. Das dient ja auch nicht der Konfliktlösung mal wieder, ja. Aber was ich tatsächlich sehr persönlich nehme, ist mein Katzenreporter. Hier werden Katzenreporter nicht benutzt, um Storys aufzuwerten. Das ist immer noch meine Masche, ja. Aber wir hören mal rein, was sie jetzt noch zu sagen hat. Also Gloria, du kannst von mir aus weitermachen, wenn du magst. Und vielleicht findest du ja irgendwann eine Geschichte, die tatsächlich Sinn ergibt. Ich bleib gespannt und denk dran, die Wahrheit kommt am Ende immer raus, auch wenn du noch so gut versuchst, sie zu verstecken. Ja, ich hab eine Vermutung, in welche Richtung das gemeint war. Es gibt ja schon länger das Gerücht, dass es diese Auseinandersetzung mit Umut und Emma auch wegen Glorias Provokationen entstanden sind. Und ich glaube, dass das so ein bisschen etwas ist, was Tessa andeutet. Jetzt muss man aber dazu sagen, Tessa weiß im Prinzip nicht als Augenzeugin, was passiert ist, weil sie ja schon draußen ist. Sie ist ja aus dem Format schon rausgeflogen und diese Situation, die hier so ein bisschen angedeutet vielleicht wurde, die ist ja auch gar nicht passiert. Das heißt, Tessa kann diese Situation auch selber gar nicht miterlebt haben und kann auch nur von anderen erfahren haben, was passiert ist.
Und ich schätze mal, dass es so weit geht, dass sie von Umut und Emma Informationen bekommen hat. Und ob diese Informationen so zu 100% der Wahrheit entsprechen und ob die das genauso wiedergegeben haben, wie wir letztendlich denn sehen werden, das steht nochmal auf einem ganz anderen Katzenreporter-Notizblatt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass da das letzte Wort eh noch nicht gesprochen ist. Aber das war schon mal ein Update. Ich habe auch natürlich bei Gloria mal in die Story reingeguckt, was sie dazu sagt und ob sie was dazu sagt. Ich kann euch jetzt schon verraten, sie hat dazu gar nichts gesagt. Es gibt zwar so eine gut gelaunte Theresia-Fischer-Story, wo die beiden sich so ein bisschen rekeln, ja, ob die was getrunken haben oder nicht, weiß ich nicht, aber die Story war so irrelevant, dass ich sie euch hier nicht mit reingefügt habe. Wir wollen ja natürlich an den Tatsachen dranbleiben und nicht an irgendwelchen anderen Sachen. Wenn was passiert, erfahrt ihr es natürlich bei mir zuerst, abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und wir sehen uns wieder morgen früh um 8 zum ersten Kaffee und da schon mit der ersten Zusammenfassung vom Sommerhaus der Stars Folge 6, allerdings ohne Videomaterial, das erst am Freitag wieder, aber trotzdem morgen um 8 bei mir und Big Brother Talk jetzt immer um 11. Ja, ich glaube, um 8 Uhr ist das für viele noch zu langweilig. Ich glaube, viele wollen um 8 Uhr nochmal ein bisschen News haben aus verschiedenen Bereichen und genießen das auch, morgens mit dem ersten Kaffee mit News zu starten. Und ich glaube, Promi Big Brother ist einfach vom Interessenfeld her einfach nicht so da, dass wir das auf 11 Uhr schieben. Weil um 11 Uhr laufen die Videos, die eigentlich am schlechtesten laufen. Von daher passt das ganz gut. Gut, meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch vom Herzen einen wundervollen Tag, freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut. Tschüss.